Ni hao, wie es so schön im Chinesischen heißt, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Hier habt ihr schon gesehen, es handelt sich um ein Dynamic-Spiel für die Adventure-Profis von Sierra und das hört auf den Schmuckennamen Chungguo Zixin oder auf gut Altenglisch einfach nur Heart of China. Ja, wie schon gesagt, ein Spiel von Dynamix aus dem Jahr 1991 und das wurde von den namhaften Adventure-Riesen von Sierra herausgebracht. Heart of China ist ein wunderschönes Adventure-Spiel und ich sage wunderschön, weil es vor allem mit einer wirklich schmucken Grafik punkten kann. Die Mechanik und die Engine des Spiels ist übrigens dieselbe wie bei Rise of the Dragon. Das geht ja eher so eine futuristische Richtung, also so ein bisschen Blade Runner-esque. Auch ein großartiges Spiel mit cooler Story, das hat die Kollegin Steffi geletsplayt, da könnt ihr auch mal reinschauen. Bei Heart of China geht es thematisch in eine ganz andere Richtung, denn wir tauchen ein ins China der 1930er. Selbe Engine wie Rise of the Dragon, heißt aber auch, dass wir ein paar Action-Sequenzen zu bewältigen haben. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ehrlich gesagt habe ich schon ein bisschen Bammel davor, weil Action-Parts in Adventures, das geht meistens daneben bei mir. Ansonsten, das Spiel werde ich heute auch ein bisschen semi-blind spielen. Wir werden uns voraussichtlich also gemeinsam durchkämpfen. Einiges kenne ich schon. Und ich werde mich auch bemühen, dieses Mal immer richtig China zu sagen und nicht China. Ich freue mich auf jeden Fall schon tierisch darauf, das Spiel zu spielen, weil es mich auch thematisch interessiert. Und ich würde sagen, da jetzt die Credits vorbei sind, gehen wir mal zur Story, ne? In einem kleinen Dorf in der Nähe von Chengdu verbindet Schwester Kate Lomax einem kleinen Jungen eine Wunde. Versorg deinen letzten Patienten, Schwester Kate. Du wirst eine hübsche Ergänzung für Li Dangs Sammlung sein. Ja, und schon ist die Story bei der chinesischen Presse in aller Munde. So schnell geht's manchmal. Und die Chinesen wissen, dass es nur eine Wahrheit in dieser Welt gibt, auch dies wird vorübergehen. Soziale Unruhen brannten diese alte Weisheit in das Herz Chinas ein. Hochgeborene und Normalsterbliche wussten, dass ihre Lebensweise ein Relikt so alt wie die verbotene Stadt darstellte. Bald würde dieses Relikt einer Revolution entgegensehen, die sogar die Grundfesten der großen Mauern erschüttern würde. Die Vorgänge in der Welt berührten Lucky Jake Masters überhaupt nicht, als er mit leerem Blick in das Wasser des Hafens von Hongkong starrte. Er war auch ein Relikt. Das Fliegerast des großen Krieges erzielte einst heldenhafte Abschüsse über Europa. Jetzt flog seine Importgesellschaft Papierschirme und Seidenkleider aus dem Inneren Chinas heraus. Und selbst das würde mit der Revolution enden. Zu diesem Zeitpunkt allerdings hatte die Revolution für ihn überhaupt keine Bedeutung. Lucky war gerade dem größten aller Eroberer zum Opfer gefallen, dem großen Kapital. Der internationale Industriemagnat und Geschäftsmann Eugene Adolf Lomax hatte bestimmt, dass Lucky derjenige sein sollte, der seine entführte Tochter aus dem Inneren Chinas herausholen sollte. Lucky hatte den Mut, Lucky hatte die Flugerfahrung, Lucky besaß die Flugzeuge. Und jetzt hatte Lomax Lucky in der Hand. An diesem Morgen traf sich Lomax mit Lucky am Dock und rühmte sich damit, dass er alle Wechsel der Importgesellschaft aufgekauft hatte. Um seine Macht zu beweisen, befahl Lomax seinem Leibwächter Quan, eine Granate in Luckys Boot zu werfen und es zu zerstören. Seltsamerweise wusste Lomax auch, dass Luckys Partner und seine Sekretärin die Stadt am Vortag verlassen hatten. Ohne das Geld für die Wechsel war Luckys Gesellschaft verloren.
Lomax machte Lucky aber einen Vorschlag. Er gab Lucky 10.000 für die Vorräte und Ausrüstungsgegenstände und versprach ihm 200.000 für die sichere Rückkehr seiner Tochter Kate. Um Lucky zur Eile zu zwingen, würde Lomax jeden Tag, den Lucky braucht, 20.000 abziehen. Da er in dem Miesen war, wusste Lucky, dass er sich kaum einen Fehler leisten konnte. Lomax gab Lucky auch zwei Tipps auf dem Weg. Lucky sollte mit dem Ninja Cao Zhi reden und dafür sorgen, dass Kate nichts zustoßen würde. Falls seiner Tochter auch nur ein Haar gekrümmt würde, würde er Lucky wie einen chinesischen Lampignon zusammenfalten. Lucky hatte keine Wahl. An nur einem Morgen hatte er seine Unabhängigkeit und den Rest seines schwindenden Stolzes verloren. Er war nur ein Schmarotzer, genau wie die Seemöwe. Auf der anderen Seite konnte dies auch die letzte Chance für jemanden wie ihn sein, seinen einzigen Ruhm wieder zu erlangen. Und damit herzlich willkommen zum Hauptspiel bei Heart of China. Und bevor wir loslegen, möchte ich erstmal ein paar Einstellungen tätigen, nämlich Schwierigkeitsgrad stellen wir mal auf niedrig. Das hat keine Auswirkung auf den Adventure-Part von Heart of China, sondern lediglich auf den Action-Part. Und die Action-Sequenzen, die sehe ich ja persönlich hier eh nur als notwendiges Übel. Okay, die Textverweildauer werden wir mal auf lang stellen. Ihr habt vielleicht beim Intro schon gemerkt, dass der Text teilweise ziemlich schnell vorbeigehuscht ist. Und ich musste auch, man hat es vielleicht gemerkt, den Text nochmal nachträglich einsprechen. Damit uns das beim Spielen nicht passiert, stellen wir das gleich mal auf lang, dann können wir uns alle Zeit der Welt nehmen, was zu lesen. Dafür können wir die Details aber ordentlich auf hoch stellen. Ist aber, glaube ich, auch nur für die Action-Parts, soweit ich das weiß. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Wir haben ja im Intro erfahren, dass wir Lucky Masters sind und unser Schiff im Hafen von Hongkong versenkt wurde. Und zwar von Lomax, der möchte, dass wir seine Tochter befreien. Und dann würde ich sagen, wir gucken mal auf das armselige Wrack hier. Ein armer Teufel sieht die Überreste seines Bootes im türkisfarbenen Wasser von Hongkongs Hafen herumtreiben. Der arme Teufel sind Sie. E.A. Lomax macht ernst. Vielleicht sollten Sie doch besser seine Tochter retten. Verdammt, der Vertreter der Fu-Den-Chou-Versicherung hatte recht. Kaufen Sie ein paar Aktien, haben Sie gesagt. Aber habe ich etwa auf ihn gehört? Natürlich nicht. Naja. Das hat sich gerade unser Lucky gedacht, das werden wir noch öfter sehen, diese Sprechblasen im Spiel. Und das hat sich nicht etwa die Möwe gedacht, auch wenn die Sprechblase von der ausging. Stichwort Möwe, klicken wir mal drauf. Die stets hungrige Möwe wendet sich ihnen zu und bettelt kreischend um Nahrung. Das ist gleich mal ein Tipp für ein späteres Rätsel, aber da kommen wir noch drauf zurück. Schauen wir uns erstmal diesen wunderschönen Panorama-Ausschnitt des Hongkonger Hafens an, was es da Schönes zu erzählen gibt. Es ist ein typischer Morgen in Hongkong. Die Sonne scheint intensiv, am Himmel befinden sich vereinzelte Wolken und der zuvor gefallene Regen hat die Luft abgekühlt und erfrischt. Soweit das bei dem tropischen Klima in Hongkong möglich ist, ne? Zwei von Taipans Junken, die Seide und Textilien für den britischen Markt geladen haben, segeln ruhig in einem Hafen. So ruhig, dass sie sich nicht einmal zu bewegen scheinen. Die Waren werden für den Überseetransport auf britische Schiffe verladen. Okay, schauen wir uns noch den Hafen ein bisschen an. Im Hafengebiet ist der Einfluss der britischen Herrschaft und des britischen Geldes sichtbar. Hongkong wird langsam zur internationalen Metropole des Handels und der Banken aufgebaut. Also nochmal zur Erinnerung, das Spiel spielt in den 1930ern und da war Hongkong ja unter britischer Herrschaft, für Leute, die das vielleicht nicht wissen. Aber ich würde sagen, da es hier, glaube ich, nichts mehr zu sehen gibt, nee, das hat man auch schon, würde ich sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal woanders um. Also, Exit.
Und da fragt uns unser Kuli, wo wir denn hin möchten. Zum Doc, naja, da waren wir gerade, da müssen wir nicht wieder hin. Zu Lomax, unserem Auftraggeber, in die Stadt oder zum Flughafen, wo unser Flieger wartet. Wir haben ja erfahren, dass Lucky im Ersten Weltkrieg ein Fliegerass war. Aber ich würde sagen, wir schauen mal zu unserem Boss, zu unserem Arbeitsgeber. Vielleicht hat er noch ein paar Tipps für uns. Was zum Teufel tun Sie hier, Masters? Sie hätten schon vor Stunden nach Chengdu aufbrechen sollen. Beruhigen Sie sich doch, Eugene. Ich wollte doch nur... Beruhigen soll ich mich? Sie taugen nichts. Das Leben meiner Tochter steht auf dem Spiel und Sie hampeln hier rum und tun weiß Gott was. Und dann erzählen Sie mir, ich soll mich beruhigen? Wenn Sie ohne meine Tochter zurückkommen, werde ich dafür sorgen, dass Sie die Decks auf den dreckigsten Booten des Fernen Ostens schrubben werden. Darauf können Sie Gift nehmen. Und jetzt machen Sie sich endlich auf den Weg. Ja, der gute Herr scheint nicht so gut auf uns zu sprechen zu sein. Also würde ich sagen, wir gehen einfach das nächste Ziel mal an. Also auf in die Stadt, auf nach Hongkong. So, wunderschöne Panoramabilder, das ist das... Wirklich schön auch an dem Spiel, und da liegt was auf dem Boden, habe ich gesehen. Ein dahergewehtes Flugblatt von einer Import- und Exportgesellschaft. Können wir das irgendwie aufnehmen? Ja, erstaunlich, denkt sich Lucky. Das ist ja eins von den Flugblättern, die ich letzte Woche angeschlagen habe. Moment mal, nimmt die etwa jemand wieder ab? Wenn ich den Idioten erwische, dem puste ich erstmal die Lichter aus. So, jetzt können wir das Teil in unser Inventar schieben und dann kann ich das Inventar auch gleich mal ein bisschen erklären, bevor wir weiterspielen. Hier sind wir sind Jake Lucky Masters und das ist, was wir gerade so im Inventar rumfliegen haben. Also zum Beispiel den Zettel, das Flugblatt, das wir gerade eingesammelt haben vom Masters Flugservice, das sind wir. Genau die richtige Größe, um etwas Nettes daraus zu basteln. Okay, dann haben wir hier noch US-Dollar, das offizielle Zahlungsmittel in Amerika. Wer hätte es gedacht? Eine Militärpistole vom Kaliber 0,45. Eine der wenigen Andenken des Ersten Weltkrieges, die Lucky noch besitzt, kann uns vielleicht später noch behilflich sein. Und ein mitgenommenes, aber immer noch brauchbares Feuerzeug, das Luckys Geschwaderemblem aus dem Ersten Weltkrieg trägt. Ja gut, in diesem Inventarbildschirm können wir später eben ja Gegenstände auswählen, kombinieren. Wir können Lucky umziehen etc. Aber dazu alles noch später. So, fertig. Dann schauen wir uns mal in Hongkongs Innenstadt etwas genauer um. Die Gebäude auf dieser Straßenseite wurden vor dem Erscheinen des britischen Geldes in Hongkong errichtet und bestehen daher aus schlechterem Holz und Zement. Im Erdgeschoss befinden sich verschiedene Läden. Die beiden oberen Stockwerke bestehen aus Wohnungen. In den meisten Fällen wird jede Wohnung von drei verschiedenen Familien bewohnt. Das ist ja, um mal ein bisschen auch wahre Geschichte einzubringen, das war ja in Hongkong bis vor kurzer Zeit vor allem noch im Stadtviertel Kowloon zu sehen, wo ja Familien in diesen riesigen Häusern, Apartmenthäusern in Anführungszeichen gewohnt haben und unten diese Läden waren und in den höheren Stockwerken die Wohnungen, aber manche Leute auch teilweise einfach nur diesen Platz von ihrem Laden hatten und auch im Laden schlafen mussten, aber dazu jetzt nicht mehr. Hier ist unser Kuli, der wartet auf uns. Die Zeichen der Zeit tragen zum Charakter dieser alten Kopfsteinpflasterstraße mitten Hongkongs bei. Gut, schauen wir mal. Das hat man gerade. Ich glaube, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sehen hier. Höchstens vielleicht noch den fleißigen Arbeiter, der schrubbt und schrubbt und schrubbt und versucht, den über Jahre angesammelten Dreck von der Fassade zu entfernen. Großflächige Anzeigen wurden erst vor kurzem in Hongkong eingeführt. Okay, der Himmel vielleicht? Nee, da kriegen wir dieselbe Message. Da würde ich sagen, wir schauen in eines der beiden Etablissements und das sieht mir doch nach einer schönen Bar aus, also mal reingehuscht. So, da hat jemand hingekritzelt, Bahumat lebt. Mit den Leuten scheint man nicht sprechen zu können.
Die Bevölkerung ist sehr vorsichtig Fremden gegenüber. Seitdem die ethnischen Konflikte auf dem Festland mit Gewalt ausgetragen werden, hat ihre Voreingenommenheit einen gefährlichen Grad erreicht. Gut. Schauen wir mal, ob wir hier noch was anklicken können. Wir können höchstens zum Bartender gehen. Dann machen wir das vielleicht mal. Also ich merke es nochmal an, es sind wirklich wunderschön gezeichnete Grafiken. Da sehen wir auch schon im Bartender eine flotte Dame und da hinten trinkt sich gerade einer zu Tod. Aber was es damit auf sich hat, würde ich sagen, das sehen wir im zweiten Teil von Heart of China. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis demnächst. Bye, bye.